was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Alte Preston ist ein Sportsmann, Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während Sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Okay, ein Skype für mich. Und noch einer. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Versuchen Sie es. Yeah.
denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Prolope, denn der Tod hat keinen Stachel. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Elizabeth? Mal sehen, was ich tun kann. So. Nur zu, ich komme zurecht. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Fahrschaft verfügen, mein Freund.
Mann. Lass die Kraft namens Sog den verhassten Albatros So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Haha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Brauchen wir Geld? Vielen Dank. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Na komm. Alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Oh, Scheiße!
frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann keine Hilfe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen?